Der neue Porsche 911 soll 2019 kommen. Insgesamt wächst der vermutlich 992 genannte 11er weiter in die Breite. Im Profil fallen neben den neuen Felgen vor allem die Türgriffe auf. Die bekannten Bügelgriffe werden offensichtlich durch Klappgriffe ersetzt. Die Rückleuchten des Erlkönigs sind besonders schmal und erinnern mit dem durchgängigen Leuchtband an das Heck der Studie Mission E. Für mehr Anpressdruck verbreitet Porsche den weiterhin ausfahrbaren Spoiler fast auf die gesamte Fahrzeugbreite. Dafür bleibt auch der Motor an seinem angestammten Platz im Heck. Der 911er bleibt vom Vierzylinder aus den 718er Modellen verschont. Bei der Ikone setzt man in Zuffenhausen auch weiterhin auf den Sechszylinder. Zum Einsatz kommen die im 991-2 vorgestellten 3-Liter-Turbomotoren in verschiedenen Leistungsstufen, allesamt natürlich mit mehr PS als bislang. Nicht ganz so erfreulich, nach aktuellem Stand könnte die 8. Generation komplett ohne Saugmotoren kommen. Sogar die Tracktools GT3 und GT3 RS sollen wohl auf Turbomotoren wechseln. Schwacher Trost, Porsche könnte die Ikone 911 erstmals mit einem Hybridantrieb ausstatten. Preislich wird der neue 11er bei knapp 100.000 Euro starten.